Ja, hallo. Wir reden heute über das Thema Migration, Asyl, genauso wie im letzten Video, wo der Herr Wilimski uns erzählt hat, er will es so machen wie Australien. Die einfach niemand hereinlassen. Sie haben ja, aber wie machen Sie das? Heute schauen wir uns an, was es mit Bargeld, Gutscheinen und vielleicht eben dem digitalen Euro auf sich hat. Weil dadurch Missbrauch wie beispielsweise Geldüberweisungen in das Ausland auch verhindert werden können. Das sind klare Akzente. Da geht es darum, das System strenger und damit letztendlich auch gerechter zu machen. Wie die Versorgung gehen wird, ist schon in einem Pre-Teaching uns erklärt worden, nämlich über den digitalen Euro. Naja, du sagst, wir reden da heute über die Migration und über Asyl. Okay. Ja, nur peripher, weil es soll ja darüber gehen, dass Asylwerber Gutscheine kriegen. Sie liebt Gutscheine. Und uns ist doch vielleicht aufgefallen, ob das nicht ein Türöffner für den digitalen Euro ist. Wenn diese Umstellung von Geldleistungen auf Sachleistungen in Niederösterreich praktikabel funktioniert, dann funktioniert es letztendlich überall in ganz Österreich. Und deswegen sind wir bei dieser Umstellung gerne federführend mit dabei. Propagandamäßig wird das gut dargestellt werden. Da wird sich ein Bundeskanzler hinstellen und wird sagen, keine Sorge. Und da schauen wir heute einmal rein, ob das wirklich so ist. Schauen wir mal. Sollen Asylwerber in Österreich Unterstützung in Form von Bargeld oder in Form von Gutscheinen bekommen? Die Diskussion darüber schwappt aus Deutschland immer mehr nach Österreich über. Die scheiß Deutschen! Noch holen sich die Asylwerber in Wien ihre Unterstützung in bar ab. Doch geht es nach NEOS Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, sollen sie künftig nur mehr Sachleistungen in Form von Gutscheinen erhalten. Derzeit erhalten Asylwerber in Österreich pro Monat 40 Euro Taschengeld. Dazu kommen je nach Bundesland bis zu 217 Euro für die Verpflegung, wenn sich die Migranten selbst das Essen organisieren müssen. Macht eine monatliche Bargeldsumme von bis zu 257 Euro. Zusätzlich erhalten Asylwerber bereits jetzt schon diverse Sachleistungen, etwa für Bekleidung, Hygieneartikel oder Freizeitangebote. Dieses Konzept will auch ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer künftig ausweiten. Ein Auftrag, den ich mir gegeben habe, ist es, auch im Österreich-Plan dafür zu kämpfen und zu werben, dass wir eben die Migration in die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt wollen, aber nicht die illegale Migration ins Sozialsystem. Propagandamäßig wird das gut dargestellt werden. Da wird sich ein Bundeskanzler hinstellen und wird sagen, keine Sorge. In Deutschland testen zwei Landkreise das Konzept bereits auf ihre Praxistauglichkeit. Asylwerber bekommen hier die Unterstützung auf eine Plastikkarte gebucht. Das Guthaben können sie nur in Geschäften in der Region einlösen. Es abzuheben ist nicht möglich. Ja, was denn? Ich will in dem Video auch gar nicht drüber reden, ist das jetzt gut für Asylwerber, ist das schlecht, ist es gut für Österreich oder nicht, weil ich da kein Experte bin. Nein. Ich weiß es nicht, weißt, wenn ich Menschen in der Heimat hätte, würde ich auch Geld haben schicken. Ja, das ist das, was ich immer denke. Weiß nicht, ob das ein großes Problem ist. I don't know. Aber kann sich noch erinnern an eben das, was wir angeschaut haben über den digitalen Euro, das Pre-Teaching, wo man sagt, so, jetzt fangen wir schon langsam an. Ja? Ich habe lange darüber nachgedacht, wie sie es uns reindrucken werden, dass auch alle Parteien, auch die FPÖ oder andere Parteien wie die ÖVP, die sich fürs Bargeld einsetzen. Bundeskanzler Nehammer nutzte den Sommer, um eine Debatte über das Bargeld und seine Absicherung in der Verfassung zu starten. Ein Thema, das bisher vor allem die Freiheitlichen besetzt hatten. Wie uns die das reindrucken werden, dass das voll cool ist, dass man Menschen einfach eine Karte in die Hand drückt und sagt, ihr dürft nur das konsumieren, was wir euch vorher quasi aufschreiben. Also man wird sich im Supermarkt Brot kaufen können, aber kein Prosecco. Und das ist dann der Türöffner dazu, dass man das dann mit Menschen in der Mindestsicherung macht oder Pensionisten und Pensionistinnen. Und alle dann sagen, na, das hat eh gut angefangen, weil das haben wir mit den bösen Ausländern angefangen. Aber die bösen armen Menschen in Österreich, die kriegen jetzt auch so eine Karten, weil sonst können sie das ja alles nur versaufen und verrauchen. Die bösen Arbeitslosen, die faulen Hund. Bewegung, wenn ich bitten darf. Ihr Bagage. Man muss dazu sagen, das ist jetzt noch kein digitaler Euro, also nicht der von der EU. Ja, ja. Aber das ist, sag mir den Unterschied. Das ist noch was anderes, ja. Aber so wie du sagst, es geht darum,
Ist das ein Türöffner? Wenn diese Umstellung von Geldleistungen auf Sachleistungen in Niederösterreich praktikabel funktioniert, dann funktioniert es letztendlich überall in ganz Österreich. Ja, und vielleicht wird eben der Asylwerber hergenommen, der arme Arbeitslose, um für die breite Bevölkerung dieses digitale Geld zu legitimieren. Amarie, Nelo, Züwa, Zilpa. Und dazu schauen wir jetzt uns noch in Dr. Braun an, der vor einem Jahr oder so, schon mal über das Thema geredet hat. Und da sehen wir halt ein paar Parallelen raus. Es wird eine Menge Österreicher geben, die man versorgen muss. Über 200.000 Pensionistinnen, die können sich das Leben nicht mehr leisten. Und wie die Versorgung gehen wird, ist schon in einem Pre-Teaching uns erklärt worden, nämlich über den digitalen Euro. Da geht es darum, das System strenger und damit letztendlich auch gerechter zu machen. Und die meisten Menschen verstehen den Unterschied nicht zwischen digitalen Euro und Bankomatkarte. Also wenn man Otto Normalverbraucher sagt, digitaler Euro, sagt er, ist mir recht. Ich habe schon Bankomatkarte. Ich persönlich zahle eher in Karte, weil es ist halt hygienischer und man muss nicht immer einen Geldbeutel mitnehmen. Und da muss man erklären, die Bankomatkarte ist nur einer Seite zugeordnet, nämlich dem Konto. Wenn da was ist, kann ich mir drum kaufen, was ich will. Der digitale Euro ist bilateral zugeordnet. Das ist auf der einen Seite das Konto, auf der anderen Seite Produktgruppen, die für mich freigeschaltet sind oder auch nicht. Noch holen sich die Asylwerber in Wien ihre Unterstützung in bar ab. Doch geht es nach NEOS Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, sollen sie künftig nur mehr Sachleistungen in Form von Gutscheinen erhalten. Und wenn ich in der Grundversorgung bin, das klingt ähnlich wie bedingungsloses Grundeinkommen, ist eine komplett andere Geschichte. Grundversorgung bedeutet, dass ich mit dem digitalen Euro, wenn mir da was gut geschrieben wird am Konto, und das wird sicher propagandamäßig wird das gut dargestellt werden, da wird sich ein Bundeskanzler hinstellen und wird sagen, ein Auftrag, den ich mir gegeben habe, ist es, auch im Österreich-Plan dafür zu kämpfen und zu werben, dass wir eben die Migration in die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt wollen, aber nicht die illegale Migration ins Sozialsystem. Keine Sorge, ich persönlich habe jeden Österreicher, der versorgungswürdig ist, ein Kontokorrentkonto bei der Europäischen Zentralbank eingerichtet. Wird nicht dazu sagen, dass damit nur bestimmte Produktgruppen freigeschaltet sind. Also man wird sich im Supermarkt Brot kaufen können, aber kein Prosecco. Okay. Und man wird, wenn man Querdenker ist oder was auch immer, und es gibt in Berlin eine Demo, wird man sich um den Termin herum kein Busticket, Bahnticket, Flugticket kaufen können und split nur für 10 Euro. Dann ist das umgesetzt, was Rothschild gesagt hat, nämlich Geld ist die mächtigste Armee. Da geht es darum, das System strenger und damit letztendlich auch gerechter zu machen. Weil dann ist Kontrolle und Unterdrückung so kostengünstig wie noch nie in der Menschheitsgeschichte mit dem digitalen Euro. Und auf den steuern wir zu. Das wird das nächste Kapitel sein. Naja, ich muss einmal ganz kritisch sagen, der Kommunikationsexperte Dr. Braun, der da auf 1 interviewt worden ist, der liegt jetzt vielleicht nicht ganz richtig mit dem, was er da jetzt vorausgesagt hat, aber viele Schnittmengen gibt es, weil er hat nämlich davor darüber gesprochen, es wird jetzt eine Krise geben und dann haben wir Leute kein Geld mehr und es ist sehr schwierig, was übrigens sich sehr stark nach 2024 anhört. Ich hab bald nichts mehr. Wir können bald alle nicht mehr leben. Und dann hat er gesagt, dass sich ein Kanzler hinstellen wird und sagen wird, das ist voll super, wenn wir eben statt Geld, Bargeld in dem Fall, Sachleistungen zur Verfügung stellen für die Menschen, die wir in unser System aufnehmen wollen. Auch im Österreich-Plan dafür zu kämpfen und zu werben, dass wir eben die Migration in die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt wollen, aber nicht die illegale Migration ins Sozialsystem. Und jetzt langsam aber sicher wird das Ganze erbüht, weil in diesem Zusammenhang kann auch eine FPÖ oder kann auch eben eine ÖVP, die sie fürs Bargeld eingesetzt hat. Immer wieder hört man, das Bargeld soll abgeschafft werden. Er greift damit eine alte FPÖ-Forderung auf, die auch prompt lästert. Kopiermaschine anwerfen und los geht's. Sagen, ja, wir fangen eh mit den Leuten an, die wir alle nicht mögen. Ihr Bagage! Und da sind dann alle dabei. Was dann der Rattenschwanz hinterher ist,
das ist halt dann die Sache. Genau. Weil ist einmal diese Plastikkarte eingeführt, dann kann es halt auch passieren, dass dann die Leute sagen, naja, aber wenn du es auf die Plastikkarte oder auch digitaler Euro dein Gehalt zum Beispiel buchen kannst, dann hast du da vielleicht den großen Vorteil, dass du statt 20% Mehrwertsteuer vielleicht nur 15% Mehrwertsteuer zahlst. Die vollständige Kontrolle des Staates über alle eure Ausgaben ist aber nicht der einzige Nachteil von Bargeldverbot und digitalem Zentralbankgeld. Nein, der Staat kann auch beliebig Negativzinsen von eurem Digital-Wallet abbuchen. Eine Flucht ins Bargeld wie bisher wäre dann nicht mehr möglich. Weil das ja so eine super Sache ist. Das ist dann, wie es weitergeht. Das geht ja? Dann, ja. Was? Und von dem hat man ein bisschen Angst. Eben, dass, wie weit geht das noch? Ja? Und wie du gesagt hast, natürlich redet er da ein bisschen was anderes. Ja? Indem er sagt, der Kanzler wird sich hinstellen und wird sagen, ja, die armen Österreicher, ja, sollen dieses Geld bekommen. Sag heute ein Österreicher, soll ein Häusl putzen, der fragt, ob du deppert bist. Aber der arme Ausländer ist ja der viel bessere Türöffner. Weil sie da sehr wenig Österreicher darüber aufregen werden, weil sie sagen, ja, gibt's denen nur Sachleistungen? Was soll sie deren Prosecco kaufen, ja? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab nur eine Bier getrunken. Genau. Da soll sie da gescheites Essen kaufen. Und über das will ich gar nicht diskutieren. Es ist nur zum Diskutieren, ist das ein Türöffner für diesen digitalen Euro. Wie weit soll das noch gehen? Weißt? Weil die Weichen sind gestellt. Und deswegen sind wir bei dieser Umstellung gerne federführend mit dabei. Das könnte da weitergehen, dass man eben sagt, so, die Ausländer kriegen das jetzt, wo sehr wenige dagegen sein werden. Weil wer setzt sie für die Asylwerber ein? Ja? Auf die Scheiße heute, ehrlich gesagt. Das sind alle Parteien in Österreich dafür? Genau, das sind dann alle Parteien dafür. Und dann könnte es aber Schritt für Schritt so weit kommen, dass man dann sagt, so gut, Arbeitslose kriegen das. Oder wie du sagst, ja, vielleicht auch sozial Schwache. Da geht es darum, das System strenger und damit letztendlich auch gerechter zu machen. Wo man eben schon sieht, ja, die schicken da einfach, die können nicht einfach machen, die Asylmenschen da, die können nicht einfach mit dem Geld machen, was wollen. Ja. Das ist ja verrückt. Gutschein, geben wir denen einen Gutschein. Ja, und dann, wenn es soweit ist, dass Querdenker nicht mehr nach Berlin fahren dürfen, weil sie keinen Sprit mehr zahlen können, dann ist es halt der Worst Case. Ja, 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 ja. Aber das ist ja der Punkt, warum man damals dem Herrn Dr. Braun gesagt hat, dass er ein Irrer ist, weil er davon geredet hat, dass eben Querdenker, damals die Minderheit, Demokratiefeinde, Staatsverweigerer. Die Frage ist, oder die Frage war für die Politikexperten aus meiner Perspektive jetzt gesehen, wie kriege ich das hin, dass der Volkskanzler Herbert Kickl auf den digitalen Euro aufspringt? Beziehungsweise wurscht welcher Kanzler, wurscht ob jetzt in Österreich oder in Deutschland, wie kriegen wir das hin, dass wir diese Plastikkarten mit Sachleistungen den Menschen schmackhaft machen, indem wir es auf die Minderheit stellen. Zur neuen Minderheit? Die oder eine neue Alte? Eine neue Alte, weil im Wahlkampf ist es immer die. Okay. Ja, scheinbar. Aber wir nehmen jetzt die Minderheit her, wo quasi die Mehrheit der Österreicher oder die Mehrheit der Deutschen sagen, naja, die haben es eh nicht anders verdient, dass sie quasi nicht weiter als, sagen wir, 50 Kilometer außerhalb von dem Asylheim reisen dürfen. Mhm. Da geht es nicht um Demonstrationen. Da geht es darum, eine Gruppe von Menschen zu kontrollieren, die man kontrollieren will. Weil dann ist Kontrolle und Unterdrückung so kostengünstig wie noch nie in der Menschheitsgeschichte mit dem digitalen Euro. Und dass das jetzt mit dem, was er gesagt hat, mit den Querdenkern nicht mehr funktioniert, ist klar. Aber das System ist das Gleiche. Und wenn dann wieder mal kein Wahljahr ist, sondern es wieder darum geht, wer ist auf der richtigen und wer ist auf der falschen Seite. Bist du noch normal? Dann können diese Plastikkarten vielleicht doch so eingesetzt werden. Das meine ich, wenn du sagst, mit den Querdenkern geht's nicht, ja, zur Zeit. Aber wenn dann der digitale Euro ausgerollt ist, ja, und die Regierungen wissen oder glauben, auf welche Seiten irgendwer steht, könnte uns das allen passieren. Genau. Könnte uns allen passieren, vor allem uns zwar. Wir sitzen da, stellen blöde Fragen, ja, die nicht regierungskonform sind. Ja, die zwei Jungs von Nullpunkte kriegen gleich auch so eine Karten, ja? Was soll das? Das sind ja Volksverräter in meiner Meinung nach. Ich glaube, dass sich die Opposition, die sich gegen die Abschaffung des Bargelds, also die FPÖ, die wird jetzt auf diesen Zug aufspringen und alle, die eben gegen den digitalen Euro waren, werden jetzt sagen, betrifft ja nicht mich, sondern die Minderheit, die mir wurscht ist. Ja bitte, was soll man denn mit den Herrschaften aufführen?
Überhaupt nichts. Auf der Tasche legen sie uns und bringen tun sie uns gar nichts. Aber ist das jetzt schon eine Verschwörungstheorie? Na, auf jeden Fall könnte man jetzt sagen, wir zwei sind Schwurbler. Ja, ich bin eh auf die Kommentare schon gespannt, wie man da reagiert. Weißt du, schreibt eure Meinung bitte in die Kommentare. Ja, aber ihr wart schon, ihr Schwurbler, ihr malst den Teufel an die Wand. Ich halte das alles nicht mehr aus. Das wird ja die FPÖ nie machen und außerdem hat es diese Minderheit verdient, dass sie kein Geld hat. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Und wie gesagt, über das haben wir da nicht diskutiert, sondern gehen wir mal kurz in uns und fragen uns, ist das ein Türöffner? Sollte man da aufmerksam sein? Sollte man da genau hinschauen? Um wie weit geht es? Ich meine, wir können nur selber darüber nachdenken, ein Politiker wird uns da keine Antwort geben, gell? Danke dafür auch. Und deswegen sind wir bei dieser Umstellung gerne federführend mit dabei. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon hält. Hoffentlich werden sie nicht gesperrt. Abonnieren ist natürlich gratis. Liken sowieso. Schickt es jemanden weiter, der nicht glaubt, dass der digitale Euro kommt. Schickt es jemanden weiter, der glaubt, dass die FPÖ den digitalen Euro verhindern wird. Vielleicht gibt es jetzt eine neue Diskussion, die wir hier starten können. Aber wir diskutieren ja gern. Und schön, dass ihr dabei wart. Ja, danke fürs Dabeibleiben, danke fürs Einschalten. Ja, kontroverses Thema, sehr spannend. Freue mich auf die Kommentare. Wir sehen uns, Bussi Baba. Servus. Sagt er hinter meiner, vor meiner, links, rechts, gut nix. Ober meiner, unter meiner, seh ich nix. Spür nix, hör nix, um die riech nix. Denke nix und rede nix und tue nix. Wann der Wind war in der Gossen, wann der Wind war am Land. Wann der Wind weht, dann steckt da sein Kipferl im Sand. Wenn diese Umstellung von Geldleistungen auf Sachleistungen in Niederösterreich praktikabel funktioniert, dann funktioniert es letztendlich überall in ganz Österreich.